meiner Arbeit als Coach passiert es relativ häufig, dass die Menschen in einer Sitzung zu weinen beginnen. Das ist nicht das Ziel des Coachings, aber dann passiert es doch. Das liegt oft daran, dass die Menschen bei unseren Treffen etwas erkennen, was sie traurig macht und was sie vorher vielleicht unter der Decke gehalten haben. Es kann sein, dass sie erkennen, dass sie schon zu lange nicht mehr das gemacht haben, was ihnen Freude macht. Oder dass sie sich selber davon abgehalten haben, glücklich zu sein. Manchmal ist es auch die Trauer über verpasste Chancen und Möglichkeiten, die ihnen die Tränen in die Augen treiben. Vielen Menschen ist das natürlich erst einmal unangenehm. Denn wahrscheinlich weint ja niemand gerne, wenn jemand anderes es sehen kann. Sich so verletzlich zu zeigen, ist doch eine ziemlich private und intime Angelegenheit. Und gerade viele Männer kennen ja noch den Spruch von früher: Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und das meinte, dass man gefälligst nicht weinen soll. Ich behaupte allerdings, dass das Unsinn ist. Denn Weinen ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Sogar in der Bibel wird immer wieder geweint, auch und gerade von Männern. So hören wir heute in der Lesung, dass Tobit weint, weil er sich mit Hannah gestritten hat. Petrus weint, nachdem er Jesus verraten hat. Und Jesus selber weint ja auch, zum Beispiel über den Tod seines Freundes Lazarus. Weinen ist also in der Bibel auch bei Männern völlig normal. Und nicht nur in der Bibel, sondern auch vom heiligen Dominikus heißt es, dass er immer wieder geweint habe. Über seine eigene Schuld, aber auch über die ganze Welt, die das Erbarmen Gottes so nötig hatte. Dominikus weinte, weil er berührt war von dem, was er um sich herum erlebte. Und da, so denke ich, kommen wir dem auf die Spur, was das Weinen eben auch bedeuten kann. Wer weint, ist berührbar, ist weich. Tränen fließen dann, wenn mich etwas ergreift und berührt, wenn ich also tief in meinem Inneren bewegt bin. Und bewegt sein, das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann etwas Wunderschönes sein, das mich berührt. So könnte ich manchmal weinen über die Schönheit der Natur, wenn ich so draußen unterwegs bin und die Landschaft sich an einem Frühsommertag bei blauem Himmel und gelben Rapsfeldern so wunderschön zeigt. Oder vor kurzem stiegen mir noch die Tränen in die Augen, als ich an das Ziel einer sehr langen Radtour kam und bewegt davon war, dass ich diese lange Strecke geschafft hatte. Aber natürlich weine ich auch, weil ich zum Beispiel verstorbene Mitschwestern sehr schrecklich vermisse oder vielleicht weil ich gute Freunde vermisse, die ich schon zu lange nicht mehr gesehen habe. Ich weine, weil Dinge zu Ende gehen und manchmal auch, weil ich einfach erschöpft bin. Tränen sind also Ausdruck davon, dass ich berührt bin, dass mein Herz offen und weich ist. Denn nur, wenn nach innen und außen total verhärtet ist, wird ja niemals weinen. Der steht dann aber entweder innerlich völlig unter Wasser oder wird sich niemals daran freuen können, dass gerade etwas Wunderschönes um einen herum passiert ist. So jemand mag sich durch seine innere und äußere Härte vielleicht unabhängig von anderen Menschen gemacht haben, weil die ihn dann nicht verletzen können. Aber gleichzeitig, denke ich, kann diese Person auch niemals erfahren, wie wunderbar es ist, mit anderen Menschen in enger Verbindung zu stehen und von ihnen vielleicht sogar verstanden zu werden. Tränen sind also vielleicht so etwas wie der Preis für die Liebe, den man halt ab und an zahlen muss. Nur wer sein Herz öffnet, wird berührt sein. Nur wer andere, und dazu gehört eben auch Gott, in sein oder ihr Herz lässt, wird auch mal weinen müssen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass es sich lohnt, diesen Preis der Tränen immer wieder zu zahlen. Weil ein berührbares Herz ja bedeutet, dass ich das Leben in all seiner Schönheit, Tiefe und auch in seiner ganzen Schwere erleben darf. Die Freundschaft mit anderen Menschen bereichert mein Leben unendlich. Wenn ich mich von der Schönheit der Natur berühren lasse, kann ich erahnen, wie wichtig es ist, sie zu schützen. Wenn ich mich auf Gott einlasse,
dann mag ich manchmal, wie so viele andere Personen in der Bibel, von ihm ganz schön gerüttelt und geschüttelt werden. Gleichzeitig wird dieses Leben mit Gott, wenn ich mich auf ihn einlasse, aber auch unglaublich bunt und schön, tief, weit, hoch und einfach wahnsinnig reich. Ich finde also, es lohnt sich durchaus, das eigene Herz weich und berührbar zu machen, auch wenn dann eben schon mal Tränen fließen und auch wenn das vielleicht auch schon mal andere Menschen mitbekommen. Tränen sind ja letztendlich sogar gesund für die Augen. Und gleichzeitig wissen wir ja, wir alle sind mit unseren ganz tiefen Gefühlen, mit unseren Tränen nicht allein. Jesus selber, also Gott selber, kennt diese Tränen und diese Gefühle und hat sie auch selber immer wieder erlebt. Jesus hat sein Herz geöffnet und so viele andere Menschen in der Bibel haben ihr Herz geöffnet und sich immer wieder berühren lassen. Von der Liebe, von ihren Mitmenschen, von der Schönheit der Natur. Und ich denke, es lohnt sich, sich davon immer wieder berühren zu lassen und dann vielleicht auch mal eine Träne zu weinen.